Und der Herr kam herab, um den Turm zu sehen, den die Menschenkinder bauten. Und er sprach: So eitel sind diese Menschen, und so vermessen ist ihr Tun, dass sie einen Turm bauen in den Himmel hinein. Und nichts wird sie mehr zurückhalten von dem, was sie im Sinne führen. Wir wollen hinuntergehen und ihre Sprache verwirren, auf dass keiner mehr die Rede des anderen verstehe. Bleibt, wo ihr seid! Gehorcht mir! Richtet wieder auf, was gestürzt ist! Sag, bin ich nicht Nimrod? Hörst du nicht meinen Befehl, Baumeister? Was sind das für Wörter? Der plappernde Narr Wahnsinn spricht aus seinem Mund. Machst du dich lustig über die Rede deines Herrn? Soll ich mich ankeifen lassen von einem Affen? Darum heißt die Stadt Babel. Dort hat der Herr die Sprache der Völker gespalten, und von da aus hat er sie zerstreut über die ganze Welt.